Je länger du in der freien Wirtschaft unterwegs bist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du eines Tages konfrontiert werden wirst mit dem Begriff LOI. Dieser LOI soll letztendlich eine Art vorvertragliche Regelung abbilden, wo mehrere Vertragsparteien Interesse daran haben, Verhandlungen aufzunehmen, ein Projekt gemeinsam umzusetzen oder einen Vertrag abzuschließen, eine Transaktion durchzuführen oder beispielsweise ein großes IT-Projekt umzusetzen. Auf der einen Seite ist der Letter of Intent noch kein echter rechtsgültiger Vertrag, aber auf der anderen Seite wollen beide Parteien die Sicherheit darüber haben, dass der andere auch ernsthaft Interesse daran hat, einen Abschluss tatsächlich oder einen Vertrag tatsächlich auch abzubilden. Auf der einen Seite ist der Letter of Intent also kein echter Vertrag und es fällt auch keine Pflicht zum Schadenersatz an. Auf der anderen Seite werden aber im LOI schon gewisse Pflichten geregelt. Zum Beispiel eine Geheimhalte- und Stillschweigevereinbarung. Zum Beispiel muss auch sichergestellt werden, dass der Wille echt ist, dass also eine tatsächliche Kaufabsicht und auch die Fähigkeit dazu da ist, einen späteren Vertrag auch begründen zu wollen. Wir unterscheiden bei der Gestaltung des Letter of Intent in zwei verschiedene Arten. Es gibt einen harten und einen weichen Letter of Intent. Und beim Weichen ist es so, dass er völlig unverbindlich ist. Es besteht also kein Anspruch auf einen Vertrag. Wohl aber können bestimmte Nebenregelungen schon hier festgelegt werden, die eine rechtliche bindende Wirkung haben. Und dazu gehört auf der einen Seite die entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung, also meistens in einer NDA geregelt, aber auch bestimmte Zusagen und Zusicherungen von Exklusivitätsklauseln. Wenn aber in diesem Letter of Intent einige weitergehende rechtliche Bindungen vorhanden sind, dann spricht man von einem harten Letter of Intent. Beispielsweise kann man sagen, dass wenn ein Bauauftrag gegeben werden soll, aber erst die Baugenehmigung vorliegen muss, dass wir eine aufschiebende Bedingung haben. Und erst wenn diese aufschiebende Bedingung, also die Genehmigung, tatsächlich vorliegt, dann wird aus diesem harten Letter of Intent ein echter Vertrag. Wenn du so ein Letter of Intent aufstellst, dann findest du unterhalb dieses Videos eine kurze Checkliste, was dort alles geregelt sein soll. Also welche Person, was der Inhalt ist, was die Fristen sind, was die Kostengründe sind, was die Gründe sind zur Beendigung, welche Dokumente herausgegeben oder vernichtet werden müssen, welche Exklusivitätsklauseln eingehalten werden sollen. Also diese gesamte Checkliste findest du unterhalb des Videos. Wenn in dieser Absichtserklärung mehrere Vertragsparteien beteiligt sind, dann wird häufig auch von einem sogenannten MOU, also Memorandum of Understanding, gesprochen. Auch das ist kein echter Vorvertrag. Auch hier werden nur die Absichten niedergeschrieben, unter welchen Eckpunkten und Rahmenbedingungen in der Zukunft die Erstellung eines Vertrags begründet werden soll. Zusammengefasst ist also der Letter of Intent eine Art Absichtserklärung, also eine Art erweitertes Gesprächsprotokoll von den bisherigen Absprachen, die getroffen worden sind und die weiteren Dinge, die geregelt werden müssen, damit dann tatsächlich ein Vertrag, eine Vertragspartnerschaft, eine Transaktion zustande kommen kann. Wenn du bei solchen Vorverhandlungen, häufig geschieht das im Rahmen von Beteiligungsverhältnissen, Unternehmensverkäufen, also Transaktionsgeschäften, Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben im Team der X-Group nicht nur Unternehmensberater und Coaches und Marketing-Spezialisten, sondern auch Rechtsanwälte, Steuerberater, die eine vollständige Unternehmensbewertung und Transaktion auch vorbereiten und auch bis zur Transaktion, also bis zum Zeitpunkt des Risikoübergangs auch begleiten. Egal also, ob du gründen möchtest, eine Gesellschaft aufbauen willst, Gesellschaftsanteile verkaufen oder einkaufen willst oder dein gesamtes Unternehmen veräußern willst, wir von der X-Group helfen dir mit einem spezialisierten, bewährten Team von Anwälten, Steuerberatern, Unternehmensberatern, sodass du dein Unternehmen nicht nur veräußern kannst, sondern auch bewerten kannst und vorher die entsprechenden Absprachen in einem sicheren Letter of Intent abbilden kannst. Gerne bist du aber auch eingeladen, weitere Videos zu schauen. Dafür kannst du jetzt den Kanal abonnieren und wir freuen uns über dein Like unter dem Video und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Letter of Intent.